Ich möchte nun einmal auf Add-ons und Extensions in LibreOffice zu sprechen kommen. Ganz hilfreich finde ich zum Beispiel unter Einfügen, unter URL-Objekt den QR-Code. Da kann ich zum Beispiel einen Link zu einem Video einfügen, wenn ich das auf dem Arbeitsplatz einfügen möchte. Und dann kann man das mit dem Handy abscannen und dann direkt das Video dort aufrufen. Dann gibt es noch hier den Extension Manager. Da findet man einige Sachen, die man dann installieren kann über LibreOffice. Und dann gibt es noch einmal die Extensions, die man im Internet findet. Wenn man LibreOffice Extensions eingibt, dann kommt man auf diese Seite. Und gibt es für alle möglichen LibreOffice-Programme was zu finden. Ich habe das jetzt einmal, ich habe ein paar rausgesucht hier für Mathematik. Einmal die Extensions für den LaTeX-Editor und dann gibt es hier noch ein anderes DMath, auch ganz interessant, da kann man auch Sachen zeichnen mit. Oder hier sowas wie eine Tangram-Extension. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen. Ja, viel Spaß da beim Angucken. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.